Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 3. April 2023. Wir beginnen hier in Playa de Ingles, im Herzen von Playa de Ingles, beziehungsweise am Rand mit Blick auf das Meer Richtung San Agustin, und es geht heute zum Don Gregory. Aber erstmal die Aussicht hier genießen. Hier der Blick über die Dünen bzw. über den Strand in Playa de Ingles, Anexo Dos. Hier seht ihr auch die Punta de Maspalomas. Das ist mein Punkt früh, an dem ich immer hier in diese Richtung schaue und sage, ja, da sieht man Playa de Ingles, da sieht man San Agustin. Und hier könnt ihr auch laufen. Bei Niedrigwasser kann man sehr bequem laufen und braucht ungefähr von hier 1,5 Stunden, bis man am Leuchtturm, am Faro ist. Ja, an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Abonnieren, fürs Teilen der Videos, fürs Dabeisein, fürs Kommentieren, für die Beantwortung der Kommentare. So, und hier der Blick auf das Hotel, das ich gleich besuchen werde. Don Gregory. Ja, und da gibt es dann das Interview mit Manfred und Roswitha Sander, Herausgeber der Zeitung Gran Canaria Olé. Ja, das ist die Realität, so sieht es hier aus. Ein Strandtag, ein wunderschöner Badetag hier in Playa de Ingles am Rande von San Agustin. Mit Blick nach Maspalomas. Auch der Fußweg hier gekennzeichnet nach Del Veril oder eben nach Playa de Ingles. Und von hier aus sieht man auch wunderschön die Berge. Ja, und der nächste Teil hier, die Realität im Shopping, am Shopping Center von San Agustin, die Unterseite. Ich bin jetzt ganz einfach hier einmal rumgelaufen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Und hier vorne geht es zum Hotel. Hier ist die Anlage Teen. Die Kruna, wurde ich gefragt, wusste ich gar nicht den Namen. Oh, jetzt weiß ich es jetzt. Und da geht es irgendwo direkt auch zum Strand runter. Ja, so lerne ich auch immer wieder was dazu. Ja, an dieser Stelle sei noch gesagt, Luki hat morgen Geburtstag, wer gerne kommen möchte. Um 20 Uhr für Essen ist gesorgt, da gibt's was. Und Getränke, da müsst ihr für selber aufkommen, aber ihr seid eingeladen. Also Harry-Gäste und Kunden sind eingeladen. So, und ich sage, ich schau mal auf die Uhr. Ja. Ich mache noch den kleinen Abstecher jetzt zum Strand und damit die vorletzte Etappe dieses Berichts bzw. der Realität heute. Ja, vom Shoppingcenter nur einen Katzensprung entfernt, das Meer. Ihr seht es selber hier, wie einfach man hier dann direkt am Wasser auch ist. Und hier ist es schon. Die Terrasse, das Hotel Dunas.
Ja, der liegt in seinem Naturschwimmen. Der liegt richtig, das ist gut. Freut mich und er grüßt auch schön. Der hat den besten Platz hier von allen. Ja, schöner kann man den Tag nicht verbringen, wie hier am Strand, am Wasser. Und ihr habt es ja vorhin gesehen, habe ich auf der anderen Seite gestanden und hierher gesehen und jetzt genau umgekehrt, da vorne. Da stand ich gerade eben. Hier kann man auch schön sitzen, eine schöne Cafeteria, eine kleine Bar direkt am Strand, richtig noch urig typisch, sage ich mal. Ja, was will man mehr? Frage ich. So, dann geht's jetzt zum Interview. So, gesagt, getan. Da drüben ist Playa de Ingles. Da stand ich vorhin und habe gesagt, ich schaue hier rüber. Jetzt winke ich in die andere Richtung. Jetzt stehe ich hier und auf der Terrasse hier vom Hotel Don Gregory. Es ist schön, es ist wunderschön, aber im Winter habe ich gehört, im Winter ist es ein bisschen kühl. Da zieht es hier. So, und ich habe ja angekündigt, wir sitzen jetzt hier schon am Tisch. Das ist der Manfred, den kennt ihr, und das ist die Roswitha. Roswitha ist die bessere Hälfte von Manfred und das ist auch eine sehr lustige, ich habe euch ja gesagt, wenn Roswitha dabei ist, wird es lustig werden. Ja, wir unterhalten uns jetzt gleich, wir machen das Interview. Wir haben hier die neue Zeitung und zwar die Osterhasen. Roswitha präsentiert Ole Ostern, Ole Arukas und die Weltreise. Die Weltreise von wem? Ah, das wissen wir. Von wem denn sonst? Gut, also alles erfahrt ihr dann im Interview. Das Interview werde ich senden morgen früh. Und dann haben wir das. Und alles Neue erfahrt ihr dann aus der Zeitung, aus der Welt von Gran Canaria, Ole. Mit diesem Herz erstmal vielen Dank. Und wir sagen, ja, bis morgen. Tschüss. So, und damit verabschiede ich mich auch heute jetzt hier an dieser Stelle mit der Realität und ja, habe noch ein bisschen was zu tun und sage, schöner kann man hier nicht sitzen. Hasta luego.